Und weiter geht's mit den Tipps von Marcel Reif. Und jetzt müsste ich tippen, dass... Jetzt müsste ich tippen, dass Deutschland verliert. So, das dann würde ich kurz sagen, Moment mal, spulen wir doch mal zurück. Nee, ganz kurz. Wir schauen direkt auf den Turnierbaum und wollen das große Bild einmal betrachten, wie es jetzt bei der Europameisterschaft weitergeht, nachdem die Vorrunde gespielt ist. Und mich interessiert eine kurze Einschätzung von Ihnen, Herr Reif. Wir müssen da nicht in die Tiefe gehen, aber so ein bisschen, wer wird aus Ihrer Sicht weiterkommen? Wir haben Spanien, Georgien. Reden später noch über Georgien, aber ich vermute, wir müssen jetzt nicht lange darüber diskutieren, dass die Spanier da weiterkommen. Da hätten wir die Sache von den Füßen auf den Kopf gestellt, wenn Georgien weiterkommt. Also Spanien, Georgien, Spanien klarer Favorit, Deutschland, Dänemark. Ihr Tipp ist ein 2:0, ja. Was zu Ihrer Analyse gerade passt. Schön, gut. Da bin ich sehr beruhigt. Portugal spielt gegen Slowenien. Also ich finde, dieses Achtelfinale atmet größtenteils immer noch eine sehr klare Favorit-Außenseiter-Stimmung, ja. Falls Stimmung atmen kann. Dann spätestens jetzt. Nein, lass mal. Stimmung atmen, ich denke drüber nach. Okay. Und Frankreich-Belgien dagegen, da schwingt was mit? Da schwingt was mit. Die Belgier, ach, bin ich mir auch noch nicht so, was können die eigentlich? Und die Franzosen, was können die eigentlich? Können sie doch oder nicht? Oder was? Vielleicht wissen wir es danach. Wird spannend. Und hätten dann, auch das sei an der Stelle mal gesagt, ein mögliches Viertelfinale Portugal gegen Frankreich und Spanien gegen Deutschland. Das würde sich doch ganz ordentlich anlassen. Die andere Seite... Der Baum Seite, ist ein bisschen krumm gewachsen, oder? Hm? Der Turnierbaum ist ein bisschen krumm gewachsen. Sehr schöne Formulierung. Wir kommen mal zu der schiefsten Ecke sozusagen. Ja. Denn da haben wir das Achtelfinale Rumänien-Holland trifft auf den Sieger Österreich-Türkei. Und es würde dann zu der skurrilen Situation führen, Herr Reif, dass wir im Viertelfinale möglicherweise das bisher attraktivste EM-Spiel, nämlich Holland-Österreich, wieder erleben, und zwar wieder in Berlin. Macht das richtig Sinn? Nein. Nein. Auf der anderen Seite, was Schönes nochmal zu erleben, schadet ja nichts. So ist es. Wenn es denn schäme, warum dann nicht noch einmal? Diese ganze Baumgeschichte und mit diesen, was ich vorhin gesagt habe, mit diesen 24 Mannschaften. Und dann ist der Dritte und dann hat einer 4 Punkte, ist aber Vierter, fliegt raus. Aber einer mit 2,5 Punkten, der Dritter, der kommt doch weiter. Das ist alles so wie der künftige Champions League-Modus, glaube ich. Aber darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Wenn ich ihn begriffen habe. Das braucht kein Mensch. Das sollte alles ein bisschen klarer sein. Das heißt, eher eine Logik, wo die ersten beiden in jeder Gruppe weiterkommen? Ja. Oder sogar die ersten drei so. In jeder Gruppe? Ja. Hauptsache Klarheit. Ja. Einfach klar, wenn du Dritter wirst, bist du weiter. Wenn du Vierter bist, fährst du nach Hause. Ganz einfach. Sie müssen jetzt ganz stark sein, Herr Reif. Ja. Bei der nächsten Weltmeisterschaft 48 Mannschaften, 12 Vierergruppen. Die ersten beiden jeder Gruppe kommen weiter. Und die 8 besten Gruppen, Dritten von 12. Schlimmer geht's dann nicht, oder? Es gab jetzt 15 verschiedene Konstellationen bei der Europameisterschaft, wie die Gruppendritten, je nachdem, wer die besten Gruppendritten sind, dann gegen welchen Gegner spielen. Ich glaube, die Tschechien, weil irgendeine Mannschaft musste 3 Tage warten, um zu wissen, ob sie doch noch weiterspielen dürfen oder nicht. Leute, das ist alles. Aber gut, so ist das heute offensichtlich. Nur wenn es Mumpitz ist, dann lass es uns lassen dabei. Kommen wir zurück zum Baum. Es ist, wie es ist. Lassen Sie uns, bevor wir vom Baum fallen, wollen wir nochmal? Vom Turnierbaum zu unserem Abwehrbaum. Wir kriegen gerade die Nachricht live in die Sendung, liebe Fußballfans, dass Rüdiger wird spielen können gegen Dänemark im Achtelfinale. Ist also fit. Seine Zerrung, die er sich am Sonntag gegen die Schweiz zugezogen hat, offenbar ausgeheilt. Also Rüdiger wird spielen von Anfang an der Seite von Schlotterbeck. Eine gute Nachricht, weil wir dann nicht die komplette Innenverteidigung austauschen müssen. Ja, und weil Rüdiger ein Innenverteidiger von internationalem Format ist. Rüdiger und Schlotterbeck, wo wir jetzt wissen, dass die beiden spielen, kann sich gut ergänzen. Hat jeder seinen Platz und Schlotterbeck wird Rüdiger nicht widersprechen, glaube ich. Ich würde es ihm nicht wünschen. Gehen wir noch einmal zurück zum Turnierbaum auf der etwas schief gewachsenen Seite, die wiederum dann einen Ast bereithält, der Spannendes möglich macht. Da spielt nämlich England gegen die Slowakei und der Sieger dann
gegen den Sieger von Schweiz-Italien. Also da ein mögliches Viertelfinale und die Schweizer Freunde werden uns das verzeihen. Aber vom Namen her, England-Italien, ist das das, woran Sie glauben? Nein. Nee. Nee. Sie glauben nämlich an die Schweiz gegen Italien. Ich glaube an die Schweiz. Ich glaube, weil ich bei der Schweiz, nicht nur weil ich zwei Herzkammern habe und eine das Weiße Kreuz trägt, sondern weil sie guten Fußball spielen können. Und die Deutsche, fragen Sie bei der deutschen Mannschaft nach, wie sie das fand, was ihnen die Schweizer angeboten haben in dem Spiel, vor allem erste Halbzeit. Und bei den Italienern, als sie mussten, 20 Minuten war es gut. Als sie so nicht mussten und nicht wussten, was eigentlich los ist, war es nicht gut, gar nicht gut. Und gegen Spanien sind sie vermöbelt worden. Deswegen, die habe ich auch noch in der Ecke, ich weiß es nicht so genau, Italien. Bei der Schweiz würde ich sagen, weiß ich es jetzt. Gut gecoacht, die Ideen funktionieren, jeweils auf den Gegner zugeschnitten. Das hat in dieser Vorrunde prima geklappt. Ich sehe die Schweiz knapp vorne. Sprechen wir noch kurz über die von Ihnen so geliebten Engländer. Da gibt es für mich die Statistik des Turniers. Phil Foden, der Mann der Saison bei Manchester City, hat im bisherigen Turnier mehr Pässe zu seinem Torwart gespielt als zu Harry Kane. 3 Rückpässe auf Pickford, 1 Pass auf Harry Kane. Ist damit alles gesagt, was diese englische Mannschaft gerade falsch macht? Unfassbar. Dabei ist er jetzt, das kann ich mir nicht schenken, dabei ist er ja treffsicher. Und zielgenau. Der ist jetzt gerade nach Hause geflogen, weil seine Frau das dritte Kind kriegt. Herzlichen Glückwunsch. So ist es. Also er wird wieder zurückkommen. Aber an dem lässt sich es doch am besten festmachen. Also wir haben doch ein paar Spiele gesehen von City, oder? So mit Foden. Und wenn du das gesehen hast, hast du gesagt, bah. So, und von der Sorte haben die noch 2, 3 andere, aber den erstmal. Und in der Premier League laufen ja ein paar Hirten durchs Gelände. Die haben alle gesagt, nee, bester Spieler der Saison war Phil Foden. Anfangs von Guardiola schön erzogen, wie es sich gehört. Mal ein bisschen spielen, dann wieder, wenn er frech wird, wieder mal 2 Wochen nicht spielen und dann mal wieder ein bisschen spielen. Mittlerweile müssen sich alle dran orientieren, Foden spielt. Und der, von dem siehst du bei dieser EM nichts. Nichts. Und ist der verletzt, hat er Magen verstimmt, was ist es? Nee, das System ist so. Das ausgeht, lässt diese Mannschaft und lässt einen Foden nicht das spielen, was sie können. Fragen Sie ihn, fragen Sie nicht mich, weil ich bin durch mit der Nummer. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie eine Mannschaft italienisch verteidigt, kein Schimpfwort. Wenn du so Fußball sozialisiert bist von Anfang an. Und mir hat mal Hans-Peter Briegel als einer Italiener gesagt, das Erste, was ich italienisch gelernt habe, war non perdere, nicht verlieren. Das war das Erste. Wenn du so gepolt bist, dann ist das ja okay. Wenn du aber die Fodens hast und Keynes hast oder andere und dann not lose spielst statt let's win, das kriege ich nicht in mein Hirn rein. Und wie gesagt, an Foden lässt sich's am besten festmachen. Der wird dann ausgewechselt nach der 70. Minute, geht dann traurig vom Platz. Und du denkst, ihr seid verrückt. Das ist mir ein Rätsel. Aber möglicherweise gehören sie wieder auch die in die Ecke. Was ist, wenn sie es jetzt mal... Denn ein bisschen hat es das Losglück ja gut gemeint mit den Engländern. Ja. Also, meinen Sie nicht? Na, gegen wen spielen die? Slowakei? Das musst du erst mal auf die Art machen. Was glauben Sie, wer da eindeutig Favorit ist und im Moment sich offensichtlich auch völlig verloren hat? Und das lesen Sie mal englische Zeitungen, da ist aber richtig was. Sehr schön, freuen wir uns auch. Die haben sich verloren und kommen dann gegen so einen Gegner, wo du sagst, so war keiner, da bin ich doch tot. Schweiz-Österreich, das wäre doch ein Halbfinale auf der Seite, oder? Das hätte was. Schweiz-Österreich in Deutschland. Und wir schon rausgeflogen. Nein. Hat er nicht gesagt? Nein. Das war nicht so gemeint. Zieh sie zurück. Nicht mal raus. So ist es. Rausschneiden.